Hi und herzlich willkommen bei den Elternchecker. Mein Name ist Simon und nachdem wir beim letzten Video bereits die Strong Arm von Hasbro testen konnten, haben wir jetzt den großen Bruder hier, die Nerf Endstrike Elite Retaliator. Im Gegensatz zur kleineren Strong Arm, die mit 6 Darts daherkommt, haben wir hier bereits schon 12, auch mit einem extra Magazin dabei. Reichweite bleibt natürlich bei den 20 Metern und ansonsten haben wir praktisch hier eine 4-in-1 Funktion, also 4 Blaster in einem. Wobei man die Retaliator wahrscheinlich einfach so zusammensetzen wird, wie es halt auch auf der Verpackung zu sehen war. Die Darts sind ja standardisiert, also für alle Waffen gleich. Also haben wir hier auch wieder dieses Schaumstoff-Plastik-Gemisch. Schaumstoff-Röhrchen mit der Plastikspitze oben drauf. Das sind hier die verschiedenen Teile, auch mit dem Frontgriff. Schaut sehr gut aus. Hauptteil inklusive dem Magazin, das, obwohl wirklich alles komplett aus Plastik besteht, sich trotzdem noch sehr, sehr gut anfühlt. Das ist der Frontlauf, den kann man später einfach so dran klipsen, aber da zeigen wir jetzt auch einmal ganz kurz. Hinten einfach einrasten lassen und vorne anstecken und einmal drehen. Man sieht auch überall diese kleinen orangen Punkte, da kann man das dann später auch wieder lösen, wenn man das möchte. Frontgriff wird auch ebenfalls einfach so eingerastet. Der war übrigens für mich ein Stück weit zu wackelig gewesen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Qualität gewünscht, alles andere fand ich sehr gut. Wie man das Magazin entnimmt, das war mir nicht sofort klar, aber wenn man mal kurz in die Bedienungsanleitung guckt, ja, auch ich gucke mal in die Bedienungsanleitung. Einfach den Nachladeschlitten nach hinten ziehen, die schwarze Kappe öffnen und dann auf den Magazinsicherungsknopf drücken und schon habe ich das Teil in der Hand. Eigentlich ist es ja einfach, aber das muss man erstmal wissen. Ja, Magazin wird befüllt wie bei allen anderen auch. 1, 2, 3, insgesamt passen 12 rein. Und dann geht das Magazin den anderen Weg wieder zurück. Einmal einstecken. Kappe runter, Schlitten nach vorne, fertig, geladen und dann können wir direkt mal schießen. Und ähnlich wie bei Strong Arm haben die Darts schon ordentlich Wumms, also es macht auf jeden Fall Spaß. Auch mir Erwachsener, muss man ja mal so zugeben, da wird man gleich verleitet so ein Ding um auch fürs Büro zu kaufen, aber es passt schon. Beim Nachladen allerdings habe ich festgestellt, dass ab und zu der Schlitten ein bisschen klemmt. Ob das jetzt ausschließlich an meiner Nerf Gun lag, kann natürlich auch sein. Hier hat sich dann auch nochmal so ein Dart verabschiedet, ist aber nicht schlimm, also die kann man dann wieder so zusammenstecken, das passt. Hier nochmal aus der anderen Sicht, dass man nochmal sieht, dass die wirklich ein bisschen Dampf dahinter haben. Ja, wie gefällt's euch? Was haltet ihr von der Nerf Endstrike Elite Serie, speziell jetzt von der Retaliator? Schreibt dazu doch einfach mal einen Kommentar. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like nach oben, abonniert den Channel, Videos kommen mal immer wieder neue und ich freue mich auf euch. Bis bald, ciao!